Sabrina Filzmoser from Austria, 57 kilograms. Judo macht deswegen so eine spezielle Ausstrahlung auf mich, weil es eben ein Sport oder eine Sportart ist, die nicht nur den Körper schult, sondern auch den Geist, und man sehr darum bemüht ist, Respekt und Disziplin, die Wertschätzung von anderen Menschen, den Kindern oder den Jugendlichen zu vermitteln. My biggest disappointment has been the Olympic Games in Beijing, because I have been very good in the whole season, but I lost the first fight against North Korea, and all of the preparation before has been for nothing, so I have been very disappointed. Mein größter Erfolg ist, glaube ich, die Bronzemedaille in Tokio letztes Jahr gewesen. Ich habe vorher in Kairo auch eine Bronzemedaille erreicht. Das war die erste, die natürlich auch besonders und schön war. Aber es ist viel Zeit dazwischen vergangen und es gab auch schwere Verletzungen. Und deswegen bin ich doch sehr glücklich und froh, mich wieder neu motiviert zu haben, um wieder eine Medaille bei Weltmeisterschaften erreichen zu können. Ich habe immer daran geglaubt, wieder zurückkommen zu können. Natürlich weiß man nie, auf welches Level man erreichen kann, aber es waren schwierige Zeiten, auch die Therapie und das harte Training, aber ich habe es nicht bereut und habe immer daran fest geglaubt, irgendwann wieder eine große Medaille erreichen zu können. Mein größter Vorteil ist zugleich auch mein größter Nachteil. Ich bin sehr groß gewachsen, habe dadurch sehr lange Extremitäten. Was der Vorteil ist aufgrund der physikalischen Hebelwirkung, aber der Nachteil ist, dass bei kleinen, impulsiven und explosiven Kämpferinnen die Schnelligkeit natürlich viel ausgeprägter ist als wie bei mir. Deswegen muss ich immer auf der Hut sein und mich auch sehr gut auf den Gegner einstellen.